auf offener Straße, vor den Augen des Königs sozusagen. Frau Maske verliert die Hose. Hör auf, ich ertrag es nicht länger. Ihr Mann ist Maschine. Gehen Sie ihm in den Weg, sind Sie überfahren. Warum zittern Sie? Bitte. Ich bin eine Kirchenglocke. Mein Strang hängt gelähmt. Schlagen Sie mich an, läut ich Ihrer Kehle helle Schreie des Entzückens. Wie heißt Ihr Gott, Frauchen? Er sah mich heute Morgen. In der ganzen Glorie? Doch, doch. Die Zimmer mietet er von uns. Der Mensch ist zu seinem Glück berechtigt. Ja, ich will aus diesem Dienst, diesen Zügeln und Banden, von dem aufgehobenen Finger zur Freiheit fort. Mein Amt, dein Aussehen, gehen nicht zusammen. Helfen Sie mir. Ich habe Ihr Wort. Herrgott, Sie haben Ihr Zimmer. Mandelstamm aus dem Stamm der Arier. Ach. Wann komme ich wieder? Mein Mann muss gleich zurück sein. Bin ich erwartet? Lassen Sie den Verstand, einen zuverlässigen Verwalter Ihrer reichlichen Gelegenheiten, in den Dienststunden Ihres Mannes. Von morgens um 9 bis nachmittags um 3 habe ich amtliche Schriftstücke vor mir. Nun müsste der Gemahl Theobald schon ein sehr gewitzter Kerl sein, wollte erst von sich abwenden. Um Gottes Willen, glauben Sie, ich sehe ruhig mit an, wie Sie ein anderer für sich erobert? Genug. Was? An diesem Tisch schwöre ich, will ich es mit allen Mitteln verhindern. Ich kann nicht dafür, Gott schuf mich so.